Kaum bin ich mit meinem Fahrrad losgefahren, habe ich schon ein schönes Motiv. Unweit des Ellenlochs stand ein Reh, also was will man mehr? Ein bestimmtes Ziel hatte ich an dem Abend nicht gehabt. Das ist das letzte Wochenende im Frühling. Es war schon sommerlich warm, also es ist einfach schön, da nochmal rauszufahren. Und ja, in Corona-Zeiten ist es auch eine gute Abwechslung, um nicht dauernd an die ganze Sache zu denken. Das Getreide ist schon wieder mächtig am Wachsen und bald werden hier die Mähdrescher fahren. Zum Wochenende ist Regen gemeldet, den brauchen wir auch. Es hat nämlich wochenlang nicht mehr geregnet. So ein schöner Landregen wäre jetzt genau das, was die Natur gebrauchen könnte. Ja, vor ein paar Wochen haben hier noch fast 100 Schwäne ihr Lager aufgeschlagen und jetzt wächst hier schon wieder das Getreide. So vergeht die Zeit. Um mir einen Überblick zu verschaffen, bin ich mal kurz aufgestiegen, aber es ist doch sehr windig und ich möchte da nicht irgendeinen Acker reintreiben. Also habe ich nur mal kurz so einen kleinen Rundflug unternommen, was heißt ein Rundflug, aufsteigen und mich mal kurz um die eigene Achse gedreht und bin dann gleich wieder weitergefahren. Ja, da liegt sie, unsere Heimat, das schöne Hessische Ried. Ja, und ganz da hinten ist die Bergstraße und die höchste Erhebung dort ist der Meliburgus. Ja, und wenn ich schon unterwegs bin, will ich in die Nähe des sagenumwobenen Ortes Lochheim fahren. Und da hinten ist die Bütt. Das ist ein Gebiet, das schon im Mittelalter als Fischzuchtanlage benutzt wurde. Hier im Hintergrund wieder mein Lieblingsberg, der Meliburgus. Und die Abendsonne lässt das Ganze ja noch etwas malerischer wirken. Ja, und linker Hand war der sogenannte Lusthäuser Hof. Mein Großvater hat dort noch die Grundmauern gesehen. Viele Biebesheimer sind da hingefahren und haben sich Steine geholt, die teilweise in Scheunen und in Häusern verbaut wurden. Das ist die Lusthäuser Brücke. Hier führt übrigens ein ganz bekannter Radweg entlang. Ja, und da unten habe ich als kleiner Bub noch bei der Heuernte geholfen.
Ja, das ist hier eine wunderbare Ecke. Das ist der Storch, der bei der Julia auf der Pferdekoppel anscheinend wohnt oder sie häufig besucht. Ja, und Pferdefreunde bekommen leuchtende Augen, wenn sie diese Tierchen hier stehen sehen. Ja, selbst in den Abendstunden ist die Julia immer noch fleißig. Und ich fahre jetzt wieder Richtung Heimat. Ja, und das hier ist alles Lochheimer Gebiet. Wenn ich hier entlang fahre, stelle ich mir immer vor, wie die Lochheimer hier wohnten. Ja, hier ist eine absolut historische Gegend. Sogar im Nibelungenlied ist davon die Rede. Ja, da hinten ist der Bielsheimer Kirchturm. Ja, und letztendlich bin ich doch sehr froh, dass ich mich nochmal aufs Fahrrad gesetzt habe und noch eine kleine Rundfahrt unternommen habe. Alle, die hier in der Nähe wohnen, kann ich nur raten, setzt euch mal aufs Fahrrad. Hier sind schöne Wege, könnt ihr eine schöne Rundfahrt machen. Ihr werdet sicherlich mit den Schönheiten der Natur, die ihr hier antreffen könnt, belohnt. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören und tschüss.